Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high, and I step my ground until the day I die. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Livestream auf meinem Kanal. Ja, wir streamen heute das Testspiel. Ich werde heute wieder ein bisschen kommentieren. Servus, moin, Philipp, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut, mir auf jeden Fall. Ja, wir werden heute das Testspiel streamen. Deutschland gegen Oman. Also andersrum, Oman gegen Deutschland, so rum.
Ich hoffe doch, dass die Deutschen, also mein Tipp für heute ist 5 zu 0 für Deutschland. Also ich tippe, die Deutschen sind heute so gut drauf vor der We vor einer WM-Vorbereitung, sollte man auch so einen Sieg hinbekommen. Oh, ich habe was vergessen. Ich wollte noch was anmachen. Entschuldigung, Leute, ich bin gerade noch ein bisschen verpeilt. Ich trage nicht auch was Passendes dazu. Sieht man das gar nicht, oder was? Och nö, Leute, oder? Ne, er sieht gar nichts. Sieht man wenigstens meinen. Warte mal kurz, Leute, ich muss schon was gucken. Ich guck gleich den Chat wieder weiter an. Ne, okay, meine Kamera sieht man auch nicht. Deaktivieren. Aktivieren. Oder ich muss es nur kurz neu, kann ich auch schon machen. Obwohl, ne. Leute, müssen wir es so machen. Ich schieße leider selber. Kann ich jetzt auch nichts ändern. Ich habe das Deutschland-Trikot an. Tippe auf 4 zu 0. Ja, okay. Michi Discord. Oder? Michi Discord. DC, so nah halt. Michi. Michael? Der Baum muss weg. Ja, richtig. Junge, bei mir kommt gerade noch so auf RTL noch so Anwalt, so irgendwas mit Anwalt. Paul, ich baue gerade an einer Map für den LS22. Oha, bringst du den auch raus? Oder wie willst du es machen? Ja, glaub schon. Ja. Aber ich bin ja RTL überhaupt drin. Ja, RTL. Bei RTL kommt's, gell? Ja. Dann kannst du ja drauf spielen. Ja, ich glaube schon, dann kannst du ja drauf spielen. Ja, das wäre cool. Auf Deutschland, 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 Deutschland! Ich will euch sehen! Aber es wird nichts gezeigt bei mir. Und ich bin mit der Naht. Darfst du es nicht anschauen? Kommt es bei ZDF vielleicht? 50 Minuten. Nee. RTL? Kicker lügt mich nie an. Streaming RT, warte mal. TV RTL, Streaming RTL Plus. Ja, RTL, gell, RTL kommt. Ja, RTL Plus. Nee, RTL kommt auch. Ja, ich weiß, hab es gerade eben vorgelesen. Wir haben schon mal gegen Oman gespielt. Echt? Wann? Keine Ahnung. 1802, Ja, wow. 1928, Wow, da hatten wir aber nicht so. Ja, gut, da hatten wir auch schon ein gutes Spiel, muss man sagen, aber. Junge, ich sag's dir, Hansi Flick wird heute direkt Musiala reintun. Also direkt von Anfang an, zeig ich dir. Ja, der hat sie vor
Keine Ahnung. Nee, ich hab grad keine Ahnung für ein Map-Namen. Kirsten, Bierhoff, Essler, Ton, Trich, Kern, Heinrich, Jerem, Mitch, Wörns, Kohler, Köpke, Lehmann, Reuter, Müller, Linke, Hä? Es kann doch nicht sein, dass da die ganze eine Anwalt-Dings kommt. Was soll denn der Scheiß? Zehn Uhr spielen die erst, hä? Spielen die echt erst 18 Uhr, Leute? Ja. Deutschland spielt erst 18 Uhr. Ja. Echt jetzt? Aber es ist schon 17. Ja. Nein, 17 Uhr, du Held. Du Held. Du. 18 Uhr. Ach Scheißdreck! Ach Scheißdreck, komm ey! Im Fernsehen wird die ganze Zeit gesagt 17 Uhr, 17 Uhr! Nein. Ah, oh, Leute, jetzt habe ich schon den Stream vorher angeschmissen. Egal. 20, 18 Uhr. Leute, dann würde ich sagen, dann spielen wir noch ein bisschen FIFA, solange es noch nicht anfängt, oder? Was haltet ihr davon? Michael, liest bitte in den Chat. Ich sehe den gerade nicht. Olli, jetzt seht ihr mich auch gleich. Ich hocke hier in dem neuen Deutschland-Trikot, mit dem wir auch wahrscheinlich heute spielen. Nein. Mach LS oder GTA 5. Alice oder GTA, aber nee, Alice macht mir gerade keinen Spaß. Also wie ich gerade einen zocke, spiel ich mal kurz FIFA. Da können wir nämlich WM spielen. Ja. Michi, du guckst auf die Uhr bitte. Du bist für die Uhr verantwortlich. Wenn 45 ist, 17.45 Uhr, sagst du mir Bescheid. 17.45 Uhr, da bin ich schon längst auf dem Weg zum Training im Rosbach. Okay. Zum Training im Moosbach. Ich bin in einem Internat. Mhm. Und dadurch, dass ich hier, wie heißt das? Fußball? Noch ein bisschen, ja, Fußball. Du bekommst ja Fußballtraining? Echt jetzt? Ja. Internat hat halt keins und deswegen, ja. Nick, wie kommst du Fußballtraining im Internat, meinte ich? Ach, da muss ich nur zu der Johannes Diokinisho da oben oder so ähnlich latschen. Na, nett. Warum musst du jetzt schon wieder auf? Ich hab so irgendwie das Gefühl, ihr habt gar keinen Bock, Fußball zu gucken oder zu schauen oder. Ja, hab ich doch gerade gelesen. Muss essen, ja, danach kann ich ja wieder kommen. Ja. Boah, ihr habt einen Rang, Leute. Deutschland spielt jetzt auch Trainingsbeginn. Wo ich den Rang nicht einfach so gebe.
allem, du bist der aktivste Mod. Von den anderen schaut niemand vorbei. Bis später. Jetzt kommt der geile, das geile Intro. Dün, dün. Damals war ich auch aktiv, also bevor ich im Bim 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 bim. Bist du gerade live? Ja, natürlich, schaut auf YouTube. Nein! Nein! So. Wie lange kannst du noch den Stream gucken, Michi? Ich muss halt auch so bis 30 so. Weil, nicht wundern, wenn ich ab und zu mal stumpf bin, dann bin ich meistens, ja. Aber wir machen kurz mal ein eigenes Turnier, Leute. Wir sind in Deutschland. Ja, Deutschland. Auf geht's, weiter geht's. Ich mir jetzt egal. Drück einfach weiter. Bäm, 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 bäm. Also ich wollte jetzt Ice streamen, aber ich stream jetzt gerade FIFA, also Fußball. Und ja, weil ich es verpeilt habe, dass Fußball erst ab 18 Uhr anfängt. Das ist das richtige Fußball Deutschland gegen, ne, halt andersrum, Oman gegen Deutschland. Die spielen vielleicht 2 Stunden, also 18, 19, 20 bis 20 Uhr wahrscheinlich. So, Werner ist nicht dabei. Den tun wir klein aus. Ja. Hast du mitbekommen? Michi? Michael? Hast du mitbekommen? Nun, Kuku hat sich bei Frankreich verletzt, ist jetzt aus der WM raus. Also spielt nicht in der WM. Gut auch. Ja, gut auch. Scheiße für ihn, ne? Der hat's eigentlich nicht verdient. Ich tu mal Müller in den Sturm. Müller? Müller und dahinter Musiala. Müller, ja. Lässt durch! Müller schießt ein Tor! Ja! Müller! Müller ist durch und Müller schießt ein Tor! Ist schade, dass ich das Video nicht mehr finde. Müller ist durch! Müller ist durch! Müller! Warte mal, ich such kurz. Ich weiß nicht, gestern. Scheiße, nein! Die sind jetzt auch in weiß, die Japaner. Egal. Scheiß drauf, Leute. Die Japaner haben jetzt auch weiße Trikots an. Wer kennt jetzt keinen mehr? Geil. Oh! Ich hab's! Ja! Müller lässt durch, ja, Müller schießt und Müller! Au! Ah. Warte mal, ich schick's dir's. Hab's. Das ist schon mal weiß. Jawohl! 1-0! Jamal! Muss! Yala! Ein super Tor von Jamal Musiala. Ja, ich hab's gesehen. Tor für Germany. Oh, Ball kommt, Ball kommt. David Raum rennt. Ah! Aus. Mal Neuer hat Abstoß.
Wow, der Kommentator hat auch wieder keinen Bock. Was wie willst du? Warum willst du dich stumm? Was machst du? So. Ja. David Raum auf der Seite. David Raum bringt die Flanke zu Sunny, aber kommt nicht durch. Deswegen kommentiere ich jetzt ein bisschen mein eigenes Spiel. Deutschland führt nur ein Club gegen die Japaner mit 1:0. Oh, da ist jemand verletzt von Deutschland. Aber Süle kommt da im richtigen Moment dran an den Ball und kann hier Schlimmeres verhindern. Musiala. Rüdiger. Rüdiger rückt mit auf. Die Japaner unten frei. Die Japaner frei. Hoffmann holt den Ball zurück für Deutschland. Sané fliegt. Sané geht an die Seite. Sané auf der Seite. Immer noch Sané. Und dann hält der japanische Torhüter. Ball auf Musiala. Musiala kann den Ball nicht behaupten. Leroy Sané. Thomas Müller. Ah. Was denn? Das bin ich. Die spielen erst um 18 Uhr. Ey! Wieder aufhängen. Musiala! Kopfballbehauptung. Musiala mit einem flachen Schuss. Den japanischen Torhüter. Also Deutschland kämpft sich hier wirklich. Sie wollen den ersten Sieg in dieser WM haben. Sieht man auch jetzt wieder Gnabry am Ball. Gnabry alleine vorm Tor und 2:0. So schnell geht es. Hier sieht man, keiner hat Gnabry auf dem Schirm. Gnabry spielt dann ins Torhüter. Eck. Wo der Torhüter nicht rankommt. Die Japaner liegen hinten mit 2 Toren. Und die Deutschen können hier ganz entspannt ihr Spiel aufbauen. Sané. Jawohl. Sané. Auf Jamal Musiala, aber Musiala kriegt den Ball nicht. Was? Ah. Hoffmann. Wir könnten eigentlich vorspielen,
bringen, Leute, eigentlich. 4:0 haben wir gewonnen. Also sind wir mit Spanien auf Punkt Gleichstand. Ich habe gewonnen, 4:0. Brand kommt mit und Gündogan wird dann gegen Ademi. Er wird wieder Müller in den Sturm stellen. Musiala wieder. Nein, Deutschland gegen. Jetzt spielt Deutschland gegen Spanien. Das ist auch geil. Nee, ich meine was komplett anderes. Wenn du in den Internat Fußballtraining hast. Hm? Alter, kriegst du einfach kostenlos separat. So oder so. Aber das Geilste ist, weil du verpasst ja das AS. Ja. Hast du auch was bekommen? Geil, Servus, ich bin's, der Sadio. Servus, ich bin's, der Sadio. Ah, Trainer Hans-Dieter Flick. Michi. Trainer Hans-Dieter Flick. Ja. Hans-Dieter Flick. Ah, stimmt. Wenn man das L weglässt, ja. Spanien ist auf jeden Fall ein richtig starker Gegner. Also wir müssen jetzt mal gucken, dass wir überhaupt das Spiel gewinnen gegen Spanien. Weil sie sind schon stark. Ich denke, wir haben starke Spieler auch dabei. Dass wir es möglicherweise sogar den Punkt gegen Spanien holen können. Super Gnabry. Super Pässe hier. Von Deutschland. David Raum aufs Tor! Und der erste Torschuss. Schon mal für Deutschland. Ecke. Sané spielt den Ball flach. Auf Mann mit dem Laufduell gegen einen Spanier, aber gewinnt das Laufduell.
Sané. Was macht er? Sané wieder. Super gearbeitet von Leroy Sané. Serge Gnabry verliert den Ball. Angriff von Spanien. Übers Tor. Auch der erste Torschuss nochmal für Spanien. Hoffmann spaziert hier auf der linken Seite rum. Immer noch Hoffmann. Immer noch Hoffmann. Gnabry. Gnabry schießt seinen eigenen Spieler ab. Leroy Sané. Torwart wird ab von Spanien. Spanier machen hier sehr viel Druck. Die Deutschen aber auch. Beide Mannschaften machen ein super Spiel gerade. Bei beiden Mannschaften ist was los auf der Seite. Sané. Musiala. Nochmal Musiala, aber der Ball ist leicht für den Torwart von Spanien. Spanien jetzt wieder. Spanien mit einem langen Ball nach vorne. Spanien. Spanien. Immer noch Spanien. Und Manuel Neuer kann den Ball halten. Ball auf David Raum. Ball wird weitergeleitet zu Leroy Sané. Der hier den Spieler austrickst auf der Seite. Und Leroy Sané. Müller. Ball wird abgewehrt. Genau so, nicht anders. Und bumm. Hoffmann. Komm. Müller. Müller. Sané muss zurückgehen. Musiala schießt, aber der Ball kommt super für den für De Keita in die Arme. Den kriegt mal Neuer. Oder sogar David Raum. Schnelles Spiel. 4 von Deutschland. Finde ich super. Müller. Musiala. Wieder Müller. Müller wird aufgehalten. Ein super Spiel bis jetzt von beiden Mannschaften, muss man wirklich sagen. Beide machen viel Druck. Spanien fehlt hier vorne ein bisschen Einsatz, aber ich glaube, das wird sie jetzt auszahlen. Sie spielen wieder hinten rum. Ich verstehe nicht, warum sie hinten rum spielen. Weil sie löschen sind. Süle wehrt den Ball ab. Süle schon wieder. Super Einsatz von Niklas Süle. Gnabry. Gnabry auf der Seite. Stricks. Ah, und lässt den Ball fliegen. Super. Jamal Musiala. Wieder Musiala. Wieder Musiala. Wird gefoult im Elfmeterraum. Wird keine Elfmeter geben. Zumindest jetzt nicht. Die Fans pfeifen. David Raum auf der Seite. Den sieht Leroy Sané. David Braun bringt die Flanke rein. Geht dann ins Aus. Ah, die verspätete Gelb für Jamal Musiala nochmal.
Jamal Musiala verliert den Ball. So, Halbzeit ist 0-0. Beide Teams spielen echt stark. Spanien mehr im Ballbesitz als Deutschland, glaube ich. Oder? Jetzt muss ich mal gucken, Ballbesitz, ja. Ich bin mehr im Ballbesitz, als Deutschland ist mehr. Bin wieder da, super. Musiala bleibt weiter drin mit einer gelben Karte. Leroy Sané. Trägst erstmal das Spiel aus. Leroy Sané. Leroy Sané. Was für ein Junge. Was für ein Junge. Leroy. Ecke. Eckball kann Spanien abwehren. Kimmich schießt, aber... ich guck Fußball später, um 18 Uhr mit. Alles klar. Später 18 Uhr mit. Jo, gucke. Der hat sich gerade korrigiert. Müller. Sané kriegt den Ball nicht. Der spanische Torwart macht einen Fehler. Macht schon wieder einen Fehler. Jetzt hat Müller die Möglichkeit, hier ein Tor zu schießen, aber kriegt es nicht hin. Spanien verteidigt super vorne. Ball kommt unten zum Spanier, der jetzt Vollgas gibt gegen David Raum. Goretzka holt sie den Ball. Wieder Goretzka, super durchgesetzt. Super von Leon Goretzka durchgesetzt. Leon Goretzka. Gnabry kriegt den Schuss nicht gescheit durch. Spanien und Deutschland tun sich hier immer noch sehr schwer gegeneinander. Jetzt aber Spanien. Jetzt Spanien, nur drei hinten von Deutschland. Da zieht einfach mal Hoffmann die Notbremse. Spanien. Gefährlich im Strafraum. Wieder Deutschland. Super verteidigt. Jamal Musiala alleine aufs Tor. Jamal Musiala. Und 1-0. Der 19-Jährige schießt Deutschland schon mal Richtung 6 Punkte. Sané holt sie den Ball. Hoffmann. Hoffmann auf der Seite. Hoffmann wird gefoult. Elfmeter. Wo ist denn der Elfmeter für vier? Der Schiri hat Tamuaden auf dem Baum. Auf den Augen, meine ich. Auf den Baum, genau, der Baum muss weg. David Raum. Sané. Sané! Ist Michi noch da, ja? Hört man ihn nicht? Ja. Ich glaube nicht. Musiala mit einem super Spiel. Nee. Doch, Michi müsste man hören. Jamal Musiala geht runter von... Ich glaube, Jamal Musiala wird auch Man of the Match sein.
Wer weiß. Also in 10 Minuten gehe ich. Ich höre nicht nur dich und das Game. Okay, aber wenn du das Game hörst, dann musst du mich ja auch eigentlich hören. Du dir passt zurück ja, zu Mal Neuer. Doch jetzt, ja. Aber sehr leise. Ja, ich kann es halt nicht lauter machen. Ich habe ihn auf volle Pulle. Ja. Rums. Alter. Kann der mal auch was für mich pfeifen, die Pfeife? Hör ich. Nein. Hör ihn. Junge, das trägt wieder hier, Alter. Müller. Müller läuft. Müller. Müller. Zieht den anderen. Goretzka. 2:0. Deutschland. Auf ein Tor. Guckst du hier gleich das Spiel? Ja! Ich guck hier gleich das Spiel. Ja, klar, da guckst du. Leider bin ich immer da. Oh. Neuer! Nein! 2:1! Sie verkürzen auf 2:1! Hallo, Rot? Habt ihr gerade was gemerkt beim... Ah, nee, das war ein... Ah, das sah so aus wie ein Abstoß, Anstoß, aber... War ja gar keiner. Julian Brandt! Julian Brandt auf sein aufs Tor! Vor jedem Ball. Wieder Spanien. Spanien will unbedingt das 2:2. Kriegen sie auf was hin und das 2:2! Ich versteh's nicht! Deutschland, was ist los mit euch? Ja. Oh, Paul, 5 Zuschauer sind da. Grüß geht raus an alle. Leroy Sané, alleine aufs Tor. Leroy Sané! Shit! Ach komm, ich hab mir so gut. Oh Mann. Rüdiger, Rüdiger, Rüdiger. Rüdiger macht das 3:2. Ein wichtiges Tor für Anton Rüdiger. Alle kommen aufs Feld und stürmen sich auf Rüdiger. Nicht so tief, Rüdiger. Super Idee. Niemand hatte Rüdiger auf dem Schirm. Rüdiger einfach super Abschluss und macht das 3:2 für Deutschland und sichert die 6 Punkte jetzt in der Gruppenphase, dass Deutschland Erster bleibt. Liga nicht so tief. Paul, nicht so tief, Rüdiger. Ja. Nicht so tief.
Und damit dürfte das Spiel auch gleich vorbei sein. Ja, ist vorbei. Deutschland sichert sich in der Gruppenphase den ersten Platz in der WM-Phase. Und damit gewinnt Deutschland. An alle Voll würde es sich freuen, wenn ihr ein Like und kostenlosen ein Abo da lässt. Danke an jeden, der Paulo unterstützt. Mhm. Ja, klar. Das letzte Spiel, glaube ich, oder? Nee, das vorletzte, glaube ich. Nee, gegen Japan habe ich gespielt. Nee, das letzte Spiel jetzt in der Gruppe. Und dann, also wenn ich verliere, Dankeschön fürs Abo. Ich konnte jetzt den Namen nicht richtig lesen, aber danke für dein Abo. Jo. Ah, scheiße, jetzt habe ich Timo Werner drin. Egal, scheiß drauf. Timo Werner, du bist der. Naja. Danke, danke, jawohl. Ups. Ja, das. Ja, das habe ich noch gelesen. Was stand da? Danke, danke. Deutschland, du. Deutschland, du. Deutschland, du. Sind die Deutschen und schaffen das. Oh, Costa Rica kommt. Manuel Neuer zum ersten. Manuel Neuer zum zweiten. Und zum dritten Trainer. Nein. Alter. Gelb. Costa Rica kommt. Gegen Niklas Süle. Süle wirft sich in den Schuss. Super. Hoffmann. Leroy Sané auf Timo Werner. Timo Werner läuft da. Timo Werner mit dem 1:0 für Deutschland. Obwohl das in der echten WM jetzt ziemlich unwahrscheinlich wäre, weil Timo Werner nicht dabei ist. Timo Werner. Paul, was ist nochmal der Streamplan? Habe ich dir geschickt? Bei Insta. Ja, aber Frank Dascher. Okay. Ecke. Also, in einer Minute muss ich dann los. Alles super, Michi. Ja, aber ich nutze die Minute noch aus. Also ich lese jetzt nicht mehr Chat, sondern ich muss jetzt dann auf die Uhr gucken, dass ich auch noch Paul Cesare kann und raus aus dem Discord bin. Und Timo Werner zum zweiten! Kaufmelcher mit ein Tor, Paul! Timo, Kaufmelcher, oh, das ist ein Stream, so. Oh, go for Germany! Number 80! Alter! Jo! Also, ich sag mal Tschüss an den Stream und. Ja, man hört sich noch, wenn irgendwann mal im Stream oder gar
nicht, keine Ahnung. Und ja, also, ne? Bis dann, Michi. Wann kommst du wieder? Warte mal. Michi. Ist einfach weggegangen. David Raum. David Raum. Boah, Sané, was mit was für ein Tor. Servus. Olli! Oder? Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Ja, servus. Servus. Wie geht's? Gut, und dir? Mir auch. Super. Ja. Da ist gut. Ja. Super, so muss es doch. Genau, so ist das. Und was denkst du, wie viel spielt heute Deutschland? 5-0. 5-0? Gut, ich muss sagen, die haben schon zwei oder drei andere Spiele gewonnen, die anderen, gegen die wir spielen, aber ich sag 5-0. Also, so hoch denke ich nicht, aber ich denke auch, dass sie gewinnen. Ich denke so 2-3-0. Ja. Paul, es ist 45. Ja, alles gute Spiel fertig und dann gehe ich zu RTL rüber. Also ihr seht da nicht RTL, ihr seht da nur das, was ich da schon mal alles vorbereitet habe mit dem Wappen und so, aber weil ich darf euch das Spiel nicht zeigen. Das ist leider so YouTube, ja. Ach komm, Sané, was tust du da? Ja. Weil sonst bannt mich YouTube weg, so, das kann ich gleich sagen. Wenn ich das Spiel zeige, so. Echt? Ja. Also sie bahnen mich nicht weg, aber ich krieg halt erstmal eine Sperre. Okay. Aber 4-0. Ich schaue auf RTL mit. Okay, alles klar. Du kannst ja noch im Chat drin bleiben, wenn du willst dann. Oli kann ja auch im Discord drin bleiben, wenn er will, möchte. Ja, ich guck mal. Ich bin vor allem mal gespannt, wie die heute so generell spielen. Also nicht aufs Ergebnis, sondern
wie die jetzt so spielen, weil kommt ja auch, wir haben ja schwere Gegner in der WM. Der Anfangsphase Spanien, Japan. Bin mal gespannt. Nächsten Mittwoch geht schon los. Echt? Nächsten Mittwoch schon? Ja. Es ging jetzt doch relativ schnell. Nächste Mittwoch fängt die WM an. Also für Deutschland. Ich glaube, am Dienstag fängt sie an. Also nächsten Dienstag fängt sie dann. Also ist das erste Spiel Katar gegen irgendjemand. Ja. Aber keine Ahnung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich von Katar halte soll. Ja, ich auch nicht. Also ich werde es auf jeden Fall anschauen. Ich weiß halt, was da passiert ist. Aber ich will halt trotzdem schauen, wie die so spielen, wie mein Mann, also wie die Deutschen so spielen. Ja, naja, aber das ist. Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Aber gut, schaue tut man trotzdem. Paul? Ja, bitte? Morgen gehen wir nach Boxberg. Oh, was macht ihr? Da ist Ding. Also Bach, Landtechnik, ich weiß nicht, ob du das was sagst. Nee, sagt mir jetzt gerade gar nichts. Die waren auch beim Rot am See. Mhm. Da bei dem. Wie hieß das da? Die Messe. Ja. Da unten, also da waren die auch dran, ne? Ja. Und die vertreten Steyr und Case. Ah, okay. Ja. Und wir werden da jetzt, also morgen Nachmittag, haben wir da einen Termin, also mein Vater und ich. Mhm. Und werden uns mal Traktor anschauen. Oh, cool. Ja. Also, weil der da anscheinend mehrere, also von Steyr und Case, die sind ja eigentlich fast baugleich. Ja. Kleinigkeiten, wo unterschiedlich sind, aber. Ja. Ich komme später nochmal. Alles gut, Olli. Gut, also dann bis später. Bis später. Ciao. Tschüss. Statistik, Pause. So Leute, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal rüber. Gehen wir doch mal rüber in den anderen Stream, also in den anderen. Warte mal kurz, ich gehe mal kurz in diese Perspektive rein. Ihr seht mich gleich, Leute, wartet. Uno momento. Ja, ich gehe jetzt einfach mal so rein. Hier. Ja, also. Ich will euch nämlich noch was zeigen. Ich habe ja was gesagt gestern, falls ihr euch noch erinnern könnt. Kurz.
Es ist heute was gekommen. Das steht hier. Kannst du dir mal zeigen? Das ist der Bayern Adventskalender. Der Premium Adventskalender. Den werde ich damit euch öffnen. Ist auf allen vier Seiten mit Türchen bestückt. Können Gutscheine, Schals, Souvenirs von beiden drin sein. Bin mal gespannt. Was wir da so rausbekommen. Bin ich echt gespannt mal. Was wir da so rausbekommen werden. So, jetzt mach ich nur kurz was. So, Leute, ihr seht mich jetzt wieder nicht. Ergebnis. Stadion. So. So, das beginnt um 18 Uhr leider erst. Oh ne, tatsächlich beginnt jetzt schon. Also ich sehe es jetzt, aber. Egal an wen man glaubt, egal. Ist nicht so ein besseren. So. Ich bin gespannt, wie sie spielen werden heute, die Deutschen. Oh, wer kassiert denn da? Ach, der Neue kassiert gerade solche Zwicker da. Thomas Müller auf der Bank. Okay, Thomas Müller wird nicht gleich spielen. Anton Rudi, Rüdiger auch nicht. Ich mach mal kurz den Ton aus. Dass ihr nichts hört im Stream. Kann ich mir jetzt nicht anhören, was sie sagen. Da. Also, Thomas Müller noch nicht fit, aber ist trotzdem dabei. Haben sie gerade gesagt. So, jetzt bin ich mal gespannt, wen sie auf dem Rasen stellen.
Also die Mannschaften laufen jetzt ein gleich. Kann ich den Ton eh auslassen, weil wir eh nichts hören wollen. Stream. Manuel Neuer als Kapitän. Dahinter ist Goretzka. Jetzt, oh, jetzt schalte die Kamera um. Ich wollte euch gerade sagen, wer alles drin ist. Kai Havertz direkt von Anfang an. Sané am Anfang an dabei. Müller ja erst gegen Japan wahrscheinlich dabei. Baku ist dabei. Freiheit für das deutsche Vaterland. Also Sané dabei, Havertz dabei, Ginter dabei, Baku dabei. Mann, ich will euch alles sagen, aber die Kamera schaltet immer so um. Baku, Gündogan, Raum dabei. Baku. Hoffmann dabei. Klostermann. Goretzka und dann glaube ich mal ein neuer. Kann es sein? Vaterland. Blühen im Grande unseres Glückes. Grüne deutsche Vaterland. Kimmich auf der Auswechselbank, okay. Ich verstehe nicht, warum Jamal Musiala nicht drin ist. Ich glaube, der wird auf der Auswechselbank sitzen, Jamal Musiala. Also jetzt kommt die Aufstellung von den Deutschen. Mal Neuer, David Raum, Matthias Ginter, Thilo Kehrer, Kai Havertz, Moukoko, okay. Jetzt kommt erstmal Werbung. Perfekt. Äh.
Baum mal neuer schwitzt voll. Und ich bin genau in dem Trikot, wo ich gerade hock. Auf Jungs, Spiel macht Anspiel jetzt. Ich bin schon aufgeregt. Anspiel Deutschland. David Raum. Goretzka. Keine Ahnung, wer es ist. Ich kenne nicht den der Kera. Ginter. Kera. Kera auf Hoffmann. Havertz. Havertz. Ah. Fehlpass von dem anderen Torhüter. Aber den haben die wieder. Oman hat ihn wieder. Oman wieder auf dem Weg nach vorne. Oman! Auf dem Weg nach vorne. Oman Neuer kommt raus und was? Sauber gemacht von Manuel Neuer. David Raum. Ginter. Kera. Ne, Entschuldigung, Gündogan. Jetzt Kera. Klostermann. Kera. Ginter. Ball. Kera. David Raum. Ginter. Sané. Ginter. Goretzka. Gündogan. Raum. Sané, Raum. Goretzka. Kehrer. Gündogan. Kehrer. Hinterm Ball. Kai Havertz. Klostermann. Hoffmann. Klostermann. Hoffmann. Raum. Ginter. Goretzka. Havertz. Hoffmann. Klostermann. Kehrer. Klostermann. Neuer. Ginter. Sané. Kehrer.
Raum. Sonny. Wird geschubst. Kein Foul. Jetzt das Spiel. Bei mir hat sich jetzt aufgehangen. Oh, jetzt ist es weg, ey. Ich könnte doch kotzen. Oh, jetzt ist das Spiel weg, ey. Ich raste doch gleich aus hier. Ich sehe es gerade nicht, Leute. Ach komm, ey, da will man einmal das sehen und dann geht's wieder nicht. Was soll das? Sané. Hoffmann. Nee, Entschuldigung, Havertz. Sané. Sané, oben drüber. Das nimmt die Show wieder auf, ey. Ansonsten gucke ich es gleich übers Handy an, ganz ehrlich, wenn es so doof ist. Wartet, ich gucke es über das Handy an, ich sag's euch gleich. Wenn es nämlich zu doof dafür ist, kann ich auch nichts dafür. Der beginnt das Spiel noch nicht mal. Okay. Der hat das Spiel nicht begonnen auf der App. Perfekt. Oh komm, das regt mich jetzt so auf. Raum am Ball. Ginter. Kehrer. Rau, Klostermann. Wieder Klostermann.
guck's bis zur Halbzeit, Leute, und dann die zweite Mal wieder unten, guck ich unten an. Bei mir unten. Oh Leute, ich würde den Stream beenden.